Mut. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das Material dafür haben, um die ganzen Gebäude zu besetzen. Der hat gerade nichts zum Transportieren. Und der auch nicht. Gut, hier können wir gleich wieder drei rausnehmen. Und wieder voll machen. So, wie sieht das jetzt hier insgesamt aus? Das Bier ist immer noch nicht hier angekommen. Weil ja, wir sind immer noch beim Getreide. Aber dann spare ich mir jetzt erstmal das Wasser, irgendwo hin zu transportieren. Wie sieht das aus mit Kohle? Haben wir hier nicht. Okay, das heißt, jetzt werden erstmal die Betriebe wahrscheinlich wieder so ein bisschen zusammenbrechen. Weil hier ist halt gar nichts mehr. Ne, nichts zu holen. Wir können hier nochmal gucken. Und hier sind endlich die. Super. Die sind also schon mal so weit jetzt hier gekommen. Ja, das Bier muss halt runter, sonst kriegen wir ja keine neuen Soldaten. Kohle. Das ist schon mal gut. Ihr habt das nicht gefunden. Eisen auch. Ah, hier. Nö, dann nehme ich jetzt erstmal hier die Kohle. Die finde ich gut. Kohle ist wichtig. Und hier mal auch Eisen. Gut. Wenn jetzt hier noch ein bisschen mehr Kohle ist, wäre natürlich wunderbar. Und hier ist halt einfach mal gar nichts. Okay. Drei abziehen. Und raus mit euch. So. 201 Getreide, das gibt's einfach nicht. 78. Wow, und die haben abgenommen. Ob die reichen werden, na, ich bin mir da nicht so sicher. Wollen wir mal hier noch eine Verbindung hin? Nur so eine Verbindung, da ist das hier auf jeden Fall alles ein bisschen abgedeckter. Hier ist noch mehr Kohle. Das freut mich natürlich. Wo transportierst du den denn jetzt schon wieder hin? Okay, wir müssen mal gucken, ob wir noch Holzfäller und irgendwie Tischler haben. Holzfäller haben wir hier nicht. Schreiner haben wir auch nicht. Förster haben wir auch nicht. So, wie sieht das denn hier aus? Haben wir nicht. Haben wir alles nicht. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier oben. Wir haben auf jeden Fall noch eine Schaufel. Eine Säge. Das heißt, die müssten eigentlich gehen. Eine Angler haben wir auch. Und hier haben wir auch noch die Leute. Also die sind da. Ein Förster, ein Schreiner. Das Einzige, was fehlt, ist ein Holzfäller. Dann werde ich mal mit hier mal eine Axt herstellen. Und das war's aber auch. Gut. Hier ist nichts zu holen. Damit hat sich das auch erledigt. So, der werkelt da rum. Damit
haben wir dann da unten den Holzfäller besetzt. Gut, also an Holz mangelt es uns definitiv mal nicht. Haben wir so viel von? So, Gold gefunden. Okay. Kohle. Das ist hier unten. Was ja sehr gut ist. Dann können wir nämlich hier direkt... weitermachen. Und hier haben die auch Gold gefunden. Hier ist Eisen. Ausgerechnet hier, wo nicht so viel Eisen ist, könnte ich eine Mine bauen. Dann machen wir das mal noch nicht. Sondern bauen vielleicht dann mal noch eine Baracke irgendwo hin. Obwohl man dafür hier vielleicht erstmal... Hier können wir eine Baracke bauen. Ja, schließen wir erstmal so an. Das wird dann ja sowieso wieder abgerissen. Hier mal 3. Stoppen. So. Ja, und dafür haben wir eigentlich die Leute. Also das müsste eigentlich besetzt werden. Vorausgesetzt, es wird halt mal transportiert, ne? Ja, hier sind sie doch, die ganzen Menschen, die wir brauchen. Exzellent. Also, dann haben wir nämlich da unten auch die Holzproduktion am Laufen. Irgendwann. Und damit ja, sind wir erstmal nicht darauf angewiesen, dass das hier ständig hin und her gekarrt wird. Was ja immer ein Vorteil ist. So, das ist auch noch nicht besetzt. Naja, wird ja sicherlich dann bald mal was kommen. Okay, wahrscheinlich ist hier überall Kohle. Das finde ich gut. Oder hast du da Kohle, mein Freund? Jawohl, dann bauen wir gleich ein Kohlebergwerk. Wo ist denn der andere Typ? Ach hier. Was du denn? Hier wäre noch gut. Oder hier. So, wie sieht das jetzt hier aus? Es ist alles besetzt. Sehr gut. Damit hat sich dieser Teil hier schon mal erledigt. Das freut mich. So. Eisen haben wir hier auch. Wie sieht's aus mit Eseln? Wir haben ja jetzt hier unten gar keine mehr. Okay, wie sieht's hier aus? Oh nein, um Gottes Willen. Nein. Esel, 33. Den brauchen wir wahrscheinlich da oben auch jetzt nicht, sondern eher hier unten. Aber wir haben ja eigentlich genügend Getreide und so, dann starte ich das jetzt nochmal. Und endlich ist das Bier hier unten angekommen. Wunderbar. Soweit so gut. Das brauche ich trotzdem wieder als Bild. 1, 2, 3, raus. Und na los. Möchte wieder füllen. Dankeschön. Wir haben 7. Oh, es nimmt langsam. Wo karten ihr die jetzt wieder hin? Könnt mir die nicht immer irgendwo anders hinfahren, ne? Gut, aber die scheinen tatsächlich erstmal, da müssen wir
als nächstes dann, ach hier hat sich's jetzt auch schon gefüllt mit lauter unterschiedlichen. Ist ja auch nicht so verkehrt, weil irgendwann können wir die dann auch alle mal mit aufstocken. Dann waren nämlich ja auch noch so ein paar hier, die können dann eigentlich auch alle mal mit rein. Und dann sind wir sehr gut gerüstet. Insgesamt sieht es ja jetzt auch wirklich gut aus. Für uns. Aber sie scheint sich nicht gegenseitig zu beschießen. Leider. Und so, guck mal, was uns das hier gibt. Wasser will ich nicht. Keine weiteren Fischbestände. Okay. Dann kommt das weg. Und das. So. Und hier brauchen wir jetzt ein paar Bergarbeiter, aber die müssen ja eigentlich dann kommen. Oh Mensch, jetzt sind meine ganzen Fischer hier, geben Geist auf. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber gibt auch Schlimmeres. Können wir hier noch einen hinbauen? Zum Beispiel, ja. Fischerhütchen. Können wir direkt hier anschließen. So. Also an sich passt das ja jetzt hier. Dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir hier schon anlanden können beim Gegner. Das müsste eigentlich dann hier irgendwo sein. Ja, weil hier, ihr seht, ist die Karte zu Ende. Und dann werde ich doch mal eine Expedition starten, weil wir sind eigentlich jetzt sehr, sehr gut schon gerüstet. Dann starte ich doch mal eine Expedition direkt von hier. Da wäre es dann vielleicht eine Überlegung wert, tatsächlich das Schiff jetzt hier fertig zu bauen. Wenn man zu viele Schiffe hat, geht es noch durcheinanderer. Dann wird wirklich ständig zu viel Material irgendwo hingeschleppt. Obwohl das ja an sich, könnte man das ja vielleicht sogar ausnutzen. Denn wenn wir dann wieder praktisch auf das Festland wollen, da brauchen wir ja dann die ganzen Generäle. Und wenn wir da zu viele Schiffe haben und eine Festung bauen, werden ja dann gleich von allen Schiffen die dahin gebracht. Das könnte man ja vielleicht sogar ausnutzen, dass das nicht so optimal läuft. Müsste man vielleicht mal probieren. Vielleicht mache ich das sogar mal. So, die ganzen Bergwerke hier. Ja. Wären irgendwie noch nicht so richtig besetzt. Müssten wir aber auch haben. Also wir haben definitiv genügend Bergarbeiter. Daran kann es jetzt nicht scheitern. Genau, mal eine Karte. Also ihr seht, huch, die war auch jetzt wieder so ein bisschen fehlerhaft. Naja gut, dann lassen wir es ja erstmal. Jawohl. So, Mars. Wo wollen wir denn hin? Mal gucken wir mal, wo wir hier so hinkommen. So, was bringst du uns? Soldaten natürlich. Genau, irgendwo hier rüber wollen wir. Nicht zu weit weg. Ja. Ja, doch, das könnte ich mir vorstellen. Wie sieht das hier aus? Landesgröße, okay, der Rote hat sich gar nicht so sehr ausgebreitet. Und wir scheinen mit dem Gelben gleich aufzuliegen. Und da jetzt mal auf die Karte gucken. Okay, aber der Rote liegt ja schon ein Stück unter uns. Na gut, dann ja, werden wir doch mal hier ankern.
Und schon mal vorbereiten, können auch gleich hier schon mal sagen, dass wir da eine Baracke wollen. Und schon mal vorbereiten dafür, dass wir dann hier uns langsam aber sicher dem Gegner nähern. Und dann werden wir uns erstmal auch hier in die Richtung ausdehnen und dann hier die Verbindung schaffen, damit wir da natürlich das Baumaterial zumindest so weit transportieren können. Und hier mal wieder 4. Und füllen auf.